14. Wie alt ist man denn mit 14? Da kann Balu Telly, Telly, Telly. Gibt es einen besten Freund, Willi und Sydney, in einer? Sag ich dir so, da bin ich auch ganz ehrlich, einen besten Freund, also... Ich bin die ganze Zeit mute! Ja. Junge! In der Perspektive, dass ich eine beste Freundin habe. Ja, oder sie einen besten Freund. Ich bin mit verschiedenen Damen cool. Ja. Aber ich bin auch mit denen cool, weil ich sag... Die würdest du wegmachen. Ja, natürlich, wenn sie jetzt ein Anruf kommt und die sagen, hey Willi, mir geht's gerade nicht so gut, kannst du mal vorbeikommen. Dann sage ich dir eins, dann geht das 0, nix. Dann gibt's nochmal einen Check, ob da unten alles getrimmt ist. 3 mm, nicht ganz nackt. Weil sonst denkt sie natürlich, du bist da mit der Erwartungshaltung hingefahren. Sondern so einen leichten Übergang. Das ja. Ist gepflegt. Gepflegt. Ja, der Mann ist ja gepflegt. Aber so... Auch so wie korrekt, er hat sich nicht mal rasiert. Ja. Ja, ich verstehe das. Und okay. Genau, aber so ein Knöchel möchte ich dann auch nicht als beste Freundin, weißt du? Ja, ich verstehe das. Ich kann es verstehen. Okay, ich persönlich bin der Meinung, Mädchen können einen besten Freund haben, aber ich kenne Jungs. Sobald das Mädchen einigermaßen gut aussieht, würde der Junge sie sofort wegknallen. Ist ja. Ihm natürlich. Doch egal. So, die wollen genau. Alle so. Eure, okay, an alle da draußen, jeder, der eine Freundin hat und die einen besten Freund hat, ihr geht jetzt zu eurer Freundin hin und sagt ihr, sie soll mal ihren Freund schreiben. Sie soll mal ihren besten Freund schreiben. Oh, ich habe mich gerade mit meinem Freund gestritten oder wir sind nicht mehr zusammen. Jetzt können wir endlich mal was machen. Hast du Bock vorbeizukommen? Ich gebe euch mein Wort. 70% sagen, ich bin in 5 Minuten da. Und wie ich sag, schnell, Eli. Ja. Also auch der beste Kumpel, wenn dann die Frau in die Beziehung kommt, der Mann, der freut sich nicht. Ja, der redet das auch immer insgeheim. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich. Ja, das freut mich für dich, Lina. Ach, oh, schön. Ja, mach das mal. Die soll das mal machen. Umgekehrt genauso. Ihr werdet sehen, die Weiber sind da viel. Niemals würden die das. Also, wenn ich eine beste Freundin habe, zum Beispiel, und ich sage meiner Freundin, oh, ich habe mich mit ihr gestritten. Hast du Bock vorbeizukommen, mich ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen? Aubergine, Pfirsich und Spritzzeichen. Dann gebe ich euch mein Wort. Die Mädchen sind gehemmt da auf jeden Fall. Digga, fast jeder Junge würde sagen, wenn sie keine komplette Bratze ist, ich bin in 5 Minuten da. Ja, ein Knöchel, wie gesagt. Ein Knöchel, was ich noch davor sagen wollte, wo du meintest, Mädchen, das jede Woche in den Club geht und sich wegballern lässt und so. Ja. Aber Jungs, es gibt ja viele Jungs, die gehen auch Woche für Woche in den Club, sogar doppelt und so. Und mit dem Ziel, eine wegzuflanken, schaffen das auch an dem Wochenende 2, am nächsten Wochenende 1. Und bei Jungs ist das cool. Und Mädchen sind Es gibt einen Spruch, ich habe letztens einen richtig guten Spruch dazu gehört. Ganz kurz, ich kann dir gleich dazu eine richtig gute Auskunft geben. Jeder kann halten, was er will dazu. Ich sage nicht, dass es stimmt, aber das ist eine gute Metapher. Hör mir zu. Ein Schloss, wo jeder Schlüssel reinpasst, ist ein schlechtes Schloss. Ist nicht sicher, ist kacke. Du willst nicht so ein Schloss haben. Aber ein Schlüssel, der in jedes Schloss reinpasst, ist ein richtig geiler Schlüssel. Ist ein richtig geiler Schlüssel. Was? Ja, so ist jetzt ein bisschen. Ich weiß, was du übermitteln willst. Ja. Ist nicht schön, dass der Schlüssel in jedes Schloss reinpasst, aber ist auch geil, weil du überall reinkommst. Ja, ist cool. So ist ein cooler Schlüssel. Ja. Aber ein Schloss, das ist ein scheiß Schloss, wenn jeder Schlüssel da reinpasst. Ja. Aber auch geil, weil der überall reinpasst. Edi, da herkommt, schreibt Edi, lass es einfach ohne Spaß. Das ist unfair, ehrlich jetzt. Ja, ich habe ja nicht gesagt, das stimmt. Ich habe gesagt, das ist eine Metapher. Ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Du bist einfach Goethe. Das ist das, was ich dazu sagen kann. OP, der Spruch. Ist halt krass, ne? Der ist halt ganz anders, ne? Okay, lass uns weiter darüber reden, mir macht es Spaß. Sagst du, der Moderator soll ein neues Thema reinspringen? Ja, bringen wir da ein neues Thema rein. Was ist für euch ein Fuckboy? Das ist einfach, wenn der Mann einfach die ganzen... Digga, das ist einfach... Eigentlich ist ein Fuckboy das, was bei Mädchen eine Männliche Ja, männliche Aber das Ding ist, bei Fuckboy ist für mich so einer, der Mädchen verarscht. Der so ja, also genau. Fühle ich. Also ich bin immer der Meinung, angenommen, du bist gerade mit einer Dame, sehr intim, aber hast im Background noch mit 4 anderen Frauen auch... Ganz kurz, ich muss kurz zwischengrätschen, Willi. Der Mann hat 457 Packs. Okay. Der Mann ist so vorbereitet. Ja, der Mann der hat auf diesen Tag hier heute gewartet, ne? Okay, Willi, erzähl weiter. Ja, wie gesagt, wenn er nicht mit offenen Karten spielt, ich meine...
Du kannst ja niemanden vorwerfen, wenn er sagt, du hör mal, ich bin nicht für eine Beziehung jetzt zu haben, ich möchte meinen Spaß haben, sehe da jetzt nicht großartig, dass wir vielleicht in der Beziehung landen. Aber wenn er das sagt, dann kann man ja keinen Vorwurf machen. Das ist das Normalste der Welt. Ja, hä? Also es ist halt Freundschaft plus, aber es ist halt... Ja, aber wenn du das mit mehreren machst, ist das dann ein Fuckboy, obwohl er zu jeder ehrlich ist? Es ist Komfort. Es ist Regelkomfort in meinen Augen. Wenn er mit 10 Mädchen schreibt und zu 10 Mädchen sagt, hör mal zu, ich habe noch ein paar andere Weiber am Start, ich möchte einfach nur meinen Spaß haben, entweder machst du mit oder nicht. Und das Mädchen sagt, hör mal, du kannst mich gerne jeden Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr, bin ich für dich da. Und sie das dann sagt und er das in seinen Terminkalender einplanen kann, dann finde ich das in Ordnung. Aber wenn er sie so ein bisschen verarscht, so, also so von wegen, ja, ich habe Gefühle für dich und du darfst dich auch nicht mit anderen treffen, aber er trifft sich mit anderen und haut währenddessen andere weg. Und das ist ein Fuckboy. Das ist ein Fuckboy. Und das aber verheimlicht. Das ist dann ein Fuckboy. Ja, sobald man so Mädchen verarscht mäßig. Aber so Regelkomfort spielen, zu sagen, hey, bin morgen da, 11 Uhr, weiß der, wie ich es mag. Die soll dann auch schon da so liegen, so ohne viel Schnickschnack, einfach los, ne? Ab geht's, finde ich persönlich. Thema mit dir, Willi, Liebeskummer, ich würde das gerne bitte nochmal rausholen, weil es gibt da draußen, Digga, wir sind halt Charaktere, ich glaube, wir scheißen da drauf. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich war auch noch nie in der Situation. Ich glaube, Sydney ist ein scheiß Knecht, der sowas auch noch nie hatte, nicht mal annähernd. Und Willi auch nicht. Aber ich stelle mir das so vor, ich kann dazu nicht wirklich viel sagen, aber das, wie ich mir das vorstelle, ist, dass einfach Freunde im ersten Moment wehtut, aber ihr müsst euch das wirklich, das ist das perfekte Beispiel. Ihr werdet, entweder habt ihr Zeit, um neue Leute kennenzulernen und vielleicht ein bisschen Spaß zu haben, um euch selber zu finden, oder ihr lernt dann eure nächsten Partner kennen, wie der Walker, der zieht übertrieben viele Walkouts, der es dann wirklich ist, war das ein Icon? Oh, Femino. Der das dann wirklich ist, so in der Art. Ihr müsst das immer positiv sehen. Wenn ihr Liebeskummer habt, weil sie euch nicht mehr liebt oder euch betrogen hat oder sonstiges, Digga, dann ist das sogar gut, dass das so passiert ist. Weil dann habt ihr Zeit, euch auf euren nächsten Partner zu konzentrieren. So sehe ich das persönlich. Trefft euch mit Freunden, sucht euch ein Hobby, macht euch zu einer richtig geilen Sau, geht zum Fitness, achtet auf eure Ernährung, weiß nicht, nimmt ab, nimmt zu und dann tritt ihr denjenigen. Stellt euch mal vor, ihr seid etwas dicker und sie macht Schluss mit euch, weil sie euch nicht mehr attraktiv findet. Wie oft ist das ein Grund, warum Leute mit Fitness oder Sport anfangen oder so? Weil sie dann der Person sozusagen einen reindrücken wollen und dann merken sie, zu was sie eigentlich imstande sind und dann, Freunde, sind sie in ihrer Prime und rasieren alle. Ich muss immer denken, das sind Sachen, die man ändern kann. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst deine Hautfarbe oder sonstiges jetzt vielleicht nicht ändern und sagst, hey, ich würde auch gern, weiß nicht, gelb-grün sein. Mensch ist Mensch. Aber wenn du vielleicht etwas zu viel auf den Hüften hast, großer. Es kannst du ändern. So einfach, wirklich. Ja. Körperliche Veränderung, Freunde. Hä, hier liegt eine L2-Taste auf dem Boden. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ihr könnt euch wirklich dieses Abnehmen, Zunehmen, Freunde, euch auch so eine Kleinigkeiten, Freunde. Ich sag's jedes Mal, wenn ich einen Monat nicht zum Friseur gehe, mich nicht rasiere, vielleicht nicht rausgehe, also so, weiß nicht, Sonnenlicht beziehungsweise, oder vielleicht jetzt ist schwer, geht nicht ins Solarium, ist ungesund, aber bei mir macht es sehr viel aus. So, wenn ich braun bin, dann sehe ich tausendmal besser aus. Ist, glaube ich, bei jedem so. Aber so eine Dinger wie Solarium, gepflegtes Äußeres, auch so einen coolen, was heißt coolen Style, einfach kein Knecht, also so eine kaputte Hose oder zu kleines T-Shirt oder so. Das macht so viel aus, Freunde. Holt euch ein basic weißes Shirt von mir aus. Holt euch eine vernünftige Jeans, die nicht teuer ist. Holt euch coole Sneaker, die nicht teuer sind. Einfach ein gepflegtes Äußeres. Das macht so viel aus, Freunde. Und nicht hier irgendwie, keine Ahnung, Ohrenschmalz und aus der Fresse stinken und weiß ich nicht was. So, bei Pickel sage ich noch, da können viele nichts dafür. Das ist halt einfach so, wenn ihr so Pickel habt. In der Pubertät ist das auch normal. Ja, wenn welche in der Pubertät. Das ist völlig normal. Also, außer wenn ihr auch älter seid und mal einen Pickel bekommt, das ist völlig normal, Freunde. Ich bekomme auch ab und zu noch Pickel. Jeder bekommt Pickel. Das ist völlig normal. Das ist so, das wird schon. Soll ich mal was sagen? Es gibt so eine richtig gute Creme. BPO heißt die, glaube ich. Damals hatte ich auch Pickel, Freunde, so als ich 15, 16 war. Bisschen mehr sogar. Und dann diese BPO, die hat mir extrem geholfen. 5%, die ist nicht rezeptpflichtig. Die hat mir sehr geholfen. Könnt ihr euch mal angucken. Also Pickel ist gar nicht schlimm, aber so, wenn ihr euch so nicht auf eure Haare achtet, also einfach ungepflegt aussieht, glaubt mir, das ist, und nicht du und so eine Scheiße, das sieht man, Freunde. Fettige Haare, sowas. Jeder kann aus sich was machen. Oder wie seht ihr das? Plus eins, also auch zu dem Liebeskummer. Liebeskummer, das existiert nicht wirklich in meiner Meinung nach. Das ist nur ein Gefühl für eine Momentaufnahme, weil du brauchst doch nicht mit was verschwenden, was weg ist.
Was trauerst du hinterher? Mhm. Wenn das macht alles keinen Sinn. Ja. Nutz die Zeit sinnvoll, mach das Beste, konzentrier dich auf dich, dass du dich wohlfühlst, aber trauer nichts hinterher, was weg ist. Und sich nicht so runterziehen lassen, dass man seine Sachen vernachlässigt und nicht zur Schule gehen, nicht zum Training gehen oder was auch immer. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist das Normalste der Welt. Manchmal soll es nicht sein. So, Freunde, ihr verkackt in der Weekend League, seid traurig, dass ihr in der Weekend League verkackt habt, aber vielleicht setzt ihr euch dann ran und ändert was und lernt dann euer Team kennen, worauf ihr wirklich Bock habt. Ihr wollt dann, vielleicht merkt ihr, oh, ihr müsst das und das. Und dann seid ihr froh, dass ihr damals in der Weekend League verkackt habt, weil erneut dieses hässliche Knechtkind sich so bewegt wie Jumbo Schreiner in der Weekend League und euch deswegen klar wird, ihr braucht einen Pelé. Und dann, wenn ihr Pelé euch gekauft habt, wird euch klar, Digga, den habe ich schon die ganze Zeit gebraucht. So. Ja, der ist es. Er ist der Spieler, den ich brauche. Den habe ich gebraucht. Ein Glück war R9 damals scheiße. Weil das hat mir die Augen geöffnet. Sowas. So müsst ihr das sehen. So hätte ich dich niemals sonst kennengelernt. Zum Glück war das im November zum Start von FIFA und nicht erst im April. Ja. Und kannst du noch zwei Weekend League spielen. Am 12.2. ist übrigens der Elevate Drop. 12.2. schreibt euch das hinter die Ohren. Zwei Hoodies, ein Zip-Hoodie, ein T-Shirt und eine Hose. Ja, das dazu, Freunde. Viele haben kein Selbstbewusstsein wegen Äußeren. Ich sage euch ehrlich, jeder kann aus sich was machen. Das Thema hatten wir ja gerade. Also wenn man sieht, so manche Stars oder so. Ja, aber da ist auch viel OPs dabei. Ne, so irgendwelche so ganz normale, die man so jetzt sieht, auch wenn sogar die 20 sind und geil aussehen. Wenn die so ein Bild posten, wo die 14 waren, oh Gott, oh Gott. Mhm. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Chat? Wir reden gerade über Gott und die Welt. Ich als Moderator hätte da auch natürlich noch ein Thema. Für mich ist das ja kein Problem. Erzähl mal. Was haltest du von Schönheitsoperationen? Wann ist es schön und wann ist es nicht mehr schön? Also Schönheitsoperationen? Gegen Popo habe ich was, weil man es so krass sieht, dass sie gemacht sind. Und keine Ahnung. Also Brüste ist, glaube ich, so ein Thema, ne? Ja, rapide, so BBL, Brazilian Buttlifting, wo die Eigenfett einspritzen, das mag ich gar nicht. Gegen Nase habe ich nichts, gegen Lippen habe ich überhaupt nichts und gegen Titten. Aber Lippen kann richtig, Digga, das kann alles halt krass in die Hose gehen, wenn es nicht gut gemacht ist. Ja, aber Lippen finde ich ist heutzutage schon, das ist schon normal. Also aber guck mal, und das finde ich persönlich, ich bin so ein Mensch, Chat, ich schwöre, ich weiß nicht, ob ich da so irgendwie altmodisch bin, aber ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht, wenn die so krass operiert aussehen. Zum Beispiel Lippen sage ich, ja, es ist ja nicht so übertrieben, dass man das so krass sieht. Einmal nur ein bisschen aufputzen, dass sie so voller sind. Also ich sage ganz ehrlich, ich bin gegen, bei Mädchen, gegen Schönheitsoperationen. Also so, wenn dich was krass, das kommt halt auf die Person an. Wenn dich was krass stört, zum Beispiel, weiß ich nicht, dass du irgendwas, dass du gar keine Brüste hast, sowas gibt's ja. Ich glaube, dass Mädchen echt Probleme damit teilweise haben. Wenn die gar keine Brüste haben, also so null wirklich, dann sich was zu machen und vielleicht so für sich selber, weil sie so undings da sind, unglücklich damit oder weil sie, keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Ja. Wir können ja auch nicht unseren Penis verlängern lassen oder unseren Bizeps immer größer machen. Ja, aber du kannst an der Technik arbeiten. Also ich, Schönheitsoperation, ich habe da nichts gegen, finde ich aber nicht so gut. Ich stehe nicht auf dieses komplette, dieses typische Bild, wie 90% der Mädchen heutzutage alle aussehen, mit ihren gemachten Dreckslippen, mit ihren verkackten Brüsten, alles gemacht, alles, das zu künstliche Scheiße. Da muss ja, aber das, da ist auch die Gesellschaft dran schuld, weil irgendwo, oder nicht die, doch die Gesellschaft, weil Instagram uns das Sinnbild gibt, oder Social Media das Sinnbild gibt, das ist momentan schön und angesagt. Ja. Weißt du, was ich meine? Sind alle Kylie mit dicken Ja, so ist das ideal. Und alle geiern auf sie und dann denken die, oh, das ist schön. Und dann macht es die nächste, das ist ja nicht schlimm, die macht es auch. Und egal, ich muss nochmal kurz sagen. Bei dem ich gerade die Packs aufmache, das ist so ein Ehrenmann, Chat. Er macht das so schnell alles, das sieht so flüssig aus. Ist ein Walkout, wartet ab, ob es ein Totti ist, kein Totti geskippt. Was denn? Ist es kein Walkout, skippen, alles im Verein, ohne hier großartig noch gucken. So ein guter Packöffner, Chat. Ist Edi der Alkopf naturell, super naturell. Genau, das mag ich. Ich mag Mädchen, die nicht so krass künstlich aussehen. Das ist so meine persönliche Meinung. Aber das ist Geschmackssache, Freunde. Ist wie bei Musik und, keine Ahnung was. Meine zu schöne OP bei Männern, zum Beispiel Haare. Ich sag immer, Freunde, wenn die Person, ob es Mann oder Frau ist, wenn die Person damit komfort ist, dann habe ich damit, dann sollen die es machen, so. Kommt ja, aber das Ding ist ja, die sind ja persönlich dann unzufrieden mit sich selber. Ja, aber das zu machen für jemand anderen, es gibt ja auch so Typen, die sagen, ey, mach dir jetzt mal deine ich möchte große
in der Hand haben. So in der Art. Kartoffelsalat. Und der möchte, und die Frau möchte das eigentlich nicht, dann ist es Quatsch. Wenn die, keine Ahnung, was. Wisst ihr, was ich meine? Ja, klar. Also wenn du es für jemanden anderen machst, ist es Quatsch. Wenn es für dich machst, weil du dich wohler fühlst oder besser fühlst, super. 500 Miles mit einem Fünfer, habt ihr Angst, alt zu werden oder eher, dass die Menschen, die ihr liebt, alt werden? Vielleicht auch, wo ist der Sinn vom Leben? Ich sage euch ehrlich, momentan die letzten Jahre gingen so krass schnell rum. Ey, überleg mal. Von 18 bis 23. Von 18 bis 23, null Unterschied. Gar kein Unterschied gefühlt. So. Aber von 13 bis 18, mehr. Freunde, das ist geisteskrank. Da hat man jeden Tag Schule und alles. Ja, Mann. Die Zeit rennt wirklich voll. Das ist heftig, hätte ich nicht gedacht. Aber Angst, alt zu werden? Nee, also ich bin momentan, ich finde, ich bin noch nicht mal bei meiner Prime. Bin jetzt 23 geworden. Ich glaube so, das Prime-Alter ist wirklich 27, 28, 29. Mit Icon Eli Geller. Ja, ich bin gerade mit Icon. Was sagst du dann auch, wenn man darüber sprechen kann, wenn wir dann schon bei dem Alter sind, wann ist es zu früh, Vater zu werden? Und wann ist es zu spät? Also ich habe da eine ganz klare Meinung, Chat. Alles. Das ist aber Ansichtssache. Ich persönlich sage, jeder, der unter 20 Vater geworden ist, das ist schon meine persönliche Auffassung zu früh. Aber wenn der Mann es halt will, früh Kinder haben will, dann soll es ihm machen. Aber dann soll es er machen. Meine Fresse, dann soll er es machen. Aber ich persönlich könnte das nicht. Ich habe mir noch gar keine Gedanken über Kinder und so gemacht. Aber weil ich mich noch gar nicht darin sehe, Digga. Ich kriege ja mein eigenes Leben gar nicht gemanagt. Wie soll ich denn noch so ein Kind managen? Junge. Mit beiden Beinen im Leben steht. Ja, ich finde, das ist ein guter Call von Frieden. Man hat sein Haus gekauft, man hat sein Genau, Geld. Jeder kann sich, man kann sich halt kein Haus kaufen, Digga. Nicht jeder kann sich ein Haus kaufen. Ja, aber trotzdem. Aber wenn du so zum Beispiel, wenn du schon zum Beispiel, ja genau, fertige Ausbildung, ein paar Jahre gearbeitet hast, vielleicht finanziellen Polster, ein bisschen wenigstens, du wirklich eine Frau hast, die vielleicht auch schon eine Ausbildung hat und man sich dann Gedanken macht, ja okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Kann ich das gebacken bekommen oder nicht? Seite, während du in der Ausbildung bist oder du es deshalb nicht schaffst und dann am Ende deinen Job nicht bekommst und dann hast du das Kind. Und du kannst ja nicht mehr eine SPC managen, wie willst du ein Kind managen?